auf die Vorbereitung habe ich lange überlegt, ob es richtig ist, erstmal dir zu einem Jahr syrischer Revolution zu gratulieren, und war da sehr gespalten. Auf der einen Seite finde ich es unglaublich nach wie vor, wie die Menschen auf die Straße gehen, wie sie sozusagen sich selbst behaupten, was für Selbstermächtigungskämpfe da stattfinden. Auf der anderen Seite natürlich das Gräuel, was in Syrien täglich passiert, die Übergriffe, die Toten, die Verletzten. Trotzdem ein herzliches Glückwunsch zu diesem einen Jahr. Und vielleicht kannst du uns ganz am Anfang ein bisschen ein Gefühl dazu geben, wie kam es denn überhaupt dazu? Was hat die Leute dazu bewegt, auf die Straße zu gehen? Was hat die Leuten vor allem die Angst genommen, auf die Straße zu gehen? Marhaban. Ich grüße euch. Ich bin hierher gekommen, um mit Ihnen zu sprechen über das, was in meinem Heimatland passiert, in Syrien. Die Revolution hat begonnen in Syrien und ich bin stolz darauf, zu sagen, ich bin aus Syrien. In meiner Heimat seit etwa 50 Jahren gibt es überhaupt kein historisches, kein verfassungsmäßiges Leben, kein politisches Leben. Es ist schwer, die لكن سأحاول أن أقرب المسألة. السلطات في سوريا لا تسمح بإنشاء مؤسسات مدنية. نicht dass zivile Gesellschaften entstehen, zivile Einrichtungen, das erlauben keine politischen Parteien, erlauben nicht irgendeine Form des zivilen Lebens. Es sind Militärbehörden, die an die Macht kamen durch Putsche und haben um ihre Macht über das Land zu zementieren, haben sich überall eingemischt. Sogar die Richter werden nur mit Befehlen der Sicherheitsbehörden ernannt. Nur die Akzeptanz, die Zufriedenheit der Sicherheitsinstitutionen, der Sicherheitsbehörden macht es möglich. Hafez al-Assad hat beschlossen, von der ersten Minute, als er an die Macht kam, dieses zivile Leben zu beenden, hat die Parteien eliminiert. Alle Parteien hat er versammelt unter der Führung der Baath-Partei in der Nationalen Front. Und alle Parteien sind plötzlich eine Baath-Partei. Diese Parteien sind nicht erlaubt, dass sie in den Schulen arbeiten, dass sie in der Öffentlichkeit arbeiten. Die Armee mischt sich nun ein und tötet die Leute. Das politische Leben ist im Jahre 71 zu Ende gekommen. Die Parteien sind teilweise innerhalb der Nationalen Front und die anderen sind außerhalb der Nationalen Front. Die außerhalb stehen, die wurden verfolgt und misshandelt. Das dauerte etwa 6 oder 7 Jahre. Es gab im Lande nicht irgendeine Form des zivilen Lebens. Als Bashar al-Assad an die Macht kam, die Opposition, die nicht unterstützt war von den Volksmassen, haben beschlossen, Gutes von diesem Präsidenten zu erwarten. Sie dachten, er hat eine Ausbildung in Großbritannien genossen, er ist modern und er hat Reformen versprochen. Und man hat angefangen, Ausschüsse zu bilden zum Beleben des zivilen Lebens. Und sie haben ihre Kräfte angefangen zu ermuntern. Plötzlich hat der Assad-Sohn alle diese Gruppierungen geschlagen. Und seit dem Tag haben die Sicherheitsorgane noch mehr Einfluss gewonnen.
in Syrien, das Regime Assad behauptete, Sozialismus zu praktizieren, aber das war nur in seiner eigenen Familie. Shalih Mahlouf und Assad haben sich untereinander das Vermögen des syrischen Volkes aufgeteilt. Natürlich wegen dieses jungen Präsidenten und die Sicherheitsorgane begannen einige Geschäftsleute in der Szene zu erscheinen. Rami Mahlouf ist ein Verwandter des Präsidenten. Nur eine kurze Kritik gegen ihn hat den Kritiker 10 Jahre ins Gefängnis schmoren lassen. Die sozialistische Idee ist lediglich nur auf die Familie Assad beschränkt. Es gibt kein politisches Leben, es gibt kein ziviles Leben. Alle die Organisationen, die gebildet worden sind, sind von den Sicherheitsapparaten kontrolliert. Alle Vertreter der Kammern, der Anwaltskammern, alle anderen Kammern, alle sind von der Behörde ernannt. In meiner Heimat ist es verboten zu reden, es ist verboten sich zu enthalten, es ist alles verboten. Dann kam der arabische Frühling und dann kam die Revolution in Tunesien, in Ägypten und dann begann die Bewegung in Libyen. Das syrische Volk hat eine Hoffnung gespürt und das waren die ersten Ursachen für die Revolution. Man hatte die Hoffnung, man hatte gespürt, dass eine Hoffnung ist. Dann kamen Jugendliche, die haben an den Wänden in Deraa einige Bemerkungen gemacht gegen Bashar al-Assad. Das heißt, es ist deine Zeit ist auch gekommen. Es waren Kinder, die das geschrieben haben. Dann kamen die Militärsicherheitsapparate und haben diese Leute, diese Jungs gefoltert, haben ihnen die Fingernägel abgerissen und ihre Eltern haben sich eingeschaltet und hier wurden sie erniedrigt, sie wurden misshandelt, sie wurden beleidigt und das war der Beginn der Revolution in Deraa. Vom ersten Augenblick erkannte man die Gegnerschaft zum Regime und das Regime in Syrien hat begonnen, mit richtiger Munition auf die Demonstranten zu schießen. In Syrien haben wir nicht einen einzigen Tag einen richtigen Staat gehabt. Wir haben Behörden und wir haben Sicherheitsorgane, die das Land mit eiserner Faust regieren. Nun, es begann Deraa und man hat die Jungs, die Kinder von der Milchversorgung aus abgeschnitten. Man begann einige politische Erklärungen zu veröffentlichen. Aber was geschah? Da kam das Regime und hat die Aktivisten einkassiert und hat sie dazu gezwungen, sich zu entschuldigen für ihre Proteste. In meinem Land ist alles Eigentum der Behörden. Ist alles, Fernsehen, Medien sind alle in den Händen der Behörden. Die Volksbewegung sprang von einer Stadt in die andere. Das Volk wurde umzingelt, wurde umgebracht und da begann der gesellschaftliche Wandel, von dem ich reden will. In Wirklichkeit in den Regionen, in der Umgebung von Damaskus haben die Menschen angefangen, in Frauendemonstrationen auf die Straße zu gehen. Die Frau begann sich an der politischen Arbeit zu beteiligen. Es gibt Frauen, die sich über Politik unterhalten, aber ich rede über die Regionen, von denen ihr hört.
In diesen Regionen begann die Frau mit dem Mann auf die Straße zu gehen, sich an der Revolution zu beteiligen. Große Zahlen von Verwundeten, von Toten. Die Jungs können nicht einmal die Verwundeten aus den Straßen zu holen. Die Frauen machen das. Die Rettungsfahrzeuge kommen und entführen die Verwundeten für das Regime. Das Regime benutzt die Apparate, die eigentlich heilig sind. Das sind die Rettungssysteme, die wurden missbraucht für die Macht. Dieses Regime lässt die Leute verhungern, nimmt ihnen Brot und Wasser und Strom weg. Und so hat man sich miteinander verbunden, hat man die Lebensmittel füreinander besorgt, Mittel, um den Ärzten zu helfen bei der Rettung von Verwundeten. Man hat die Ärzte, die die Verwundeten versorgten, auch verhaftet. In Syrien kann ein Verwundeter im Krankenhaus gezwungen werden, im Fernsehen zu erscheinen und sich zu entschuldigen für das, was er getan haben soll. Alles, was man sich vorstellt, passiert in den Gefängnissen des syrischen Regimes. Ich weiß, das ist eine Form von Gewalt in meiner Heimat. Aber glaubt mir, dass das Volk auf die Straße gegangen ist mit friedlichen Demonstrationen. Ich bin gegen Gewalt, gegen die Bewaffnung. Wir lehnen die Bewaffnung ab. Wir lehnen auch die Intervention von außen aus. Aber wie soll sich ein Volk wehren? Wenn die Sicherheitskräfte des Regimes kommen in eine Wohnung, sie verhaften jede Person, die sie dort antreffen, anstelle des Gesuchten. In Syrien haben wir den Tag, heute haben wir Massengräber. Ganze Städte werden eingekreist. Und nur damit dieses Regime bestehen bleibt. Und natürlich, wir wollen eine friedliche Bewegung haben. Denn obwohl alles das, was all dem, was geschieht, und wo also wir den schlimmsten Dingen auf der Straße entgegenstehen, also die schlimmsten Arten der Gewalt geschehen in diesem Land. Dieses Volk hat versucht zu bleiben, standhaft zu bleiben, und hat zum Beispiel einen Generalstreik durchgeführt, aber die verschiedenen Orte wurden beschossen vom Regime, und die Armee hat dann Bürger dann dazu benutzt, denn sie war nicht in der Lage, zum Beispiel die 500.000 Demonstranten in Hama oder die 500.000 in Homs zu vertreiben. Deswegen haben sie Panzer vorfahren lassen, und in der die Struktur der Armee ist so, dass es eine ideologische Armee ist, und jede Bewegung, also jeder, der rebelliert gegen dieses Regime, muss damit rechnen, dass er getötet wird. Und es gibt natürlich diese Abspaltungen, das haben Sie ja gehört. Es gibt Leute, die die Freie Syrische Armee gegründet haben, aber es ist wirklich so, dass das sehr viel Mut von diesen Menschen erfordert, denn es ist möglich, dass sie getötet werden, wer desertiert oder die Armee verlässt. Weil wir kommen sozusagen im zweiten Teil nochmal zu der Aufstellung Opposition. Vielleicht kannst du, weil wir gerade an dem Punkt waren, vielleicht kannst du nochmal ein bisschen was sagen, um das einfach zu verstehen. Es gibt diese unglaubliche Brutalität, dieses unglaubliche Leid, die massiven Folterungen, die Toten. Ich finde es nach wie vor doch aber sehr erstaunlich, dass trotzdem immer noch mehr Leute auf die Straße gehen. Also dass wir nach wie vor Städte haben, wie Swaida vor ein paar Monaten, wie Raqqa, eine Stadt im Norden, wo ganz viele Leute vor 14 Tagen zum ersten Mal in großen Zehntausende Leute auf die Straße gegangen sind. Also ein Jahr später gibt es immer noch Leute,
die gerade sozusagen vor dem Hintergrund, dass 10.000 Leute fast gestorben sind und so viele gefoltert sind, immer noch auf die Straße gehen. Vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen erklären, weil ich finde das fast schwer zu verstehen, warum? Also woher nehmen die Leute diesen Mut und was treibt sie da auf die Straße? Das syrische Volk ist jetzt wirklich in einen Überlebenskampf zu diesem Regime gekommen. Und es ist ja so weit gekommen, dass sogar Kinder getötet werden. Und die Verletzten können nicht verhandelt werden. Es hat ein ganzes Gemetzel in Homs gegeben, wo einige tausend Menschen getötet wurden. Heute ist es so, dass das ganze Volk damit reden muss, dass es getötet wird durch diese Herrschaft. Und die Sicherheitsleute in Syrien, der Hissam Akhtiar, der Chef von ihnen, hat gesagt, dass ein Drittel des syrischen Volkes, wenn das gegen sie ist, dann wird das eben dieses Drittel umgebracht werden. Das heißt also, wir sind an einem Punkt angekommen, wo es keine Rückkehr mehr gibt. Was soll man machen? Wie soll man nach Hause gehen und dann wissen, dass man gar nicht mehr in Sicherheit leben kann unter diesem Regime? Jeder, der irgendwas sagt, wird dafür bestraft, wird dafür zur Rechenschaft gezogen, wurde vom Regime gesagt. Und es ist also so, dass man gar nicht mehr zurück kann, dass das Volk nicht mehr zurück kann. Ich finde, wenn ich mir angucke, sozusagen, was die Forderungen der Demonstrationen sind, um was es da geht, geht es ganz stark um Würde, es geht um Freiheit, es geht sozusagen um politische Partizipation. Aber es gibt relativ wenig, zumindest das, was ich mitbekommen habe, um soziale Fragen da drin. Gar kein Vorwurf, total verständlich. Aber gibt es den Punkt, wo das verhandelt wird? Gibt es den Punkt, sozusagen, wo die eine Rolle spielen? Ich weiß, dass am Anfang Assad probiert hat, indem er die Gehälter von den Staatsbediensteten erhöhen hat und den Brotpreis gesenkt hat, dem etwas entgegenzuwirken. Das ist gescheitert, aber gibt es sonst irgendwie diese Thematik oder geht es jetzt primär erstmal darum zu sagen, wir wollen unsere politischen Rechte erstmal einfordern und damit auch unsere sozialen Rechte später umsetzen? In der Tat, das syrische Volk hat die Gleichung sofort erkannt. Unser Land unterscheidet sich von den anderen entwickelten Ländern. In den entwickelten Ländern ist die Wirtschaft die Basis, worauf die Politik gebaut wird. Bei uns sind die Plünderer diejenigen an der Spitze der Macht. So wollte das Volk die politische Reform und wollte keine andere Alternative dazu haben. Der Geschäftsmann ist bei uns ein politischer Mensch und die Macht und die Regierung, also die Machthaber haben eben dieses gewählt. Sie haben viele Angebote gemacht, Land zu verteilen und so weiter, aber das Volk hat das abgelehnt. Man will seine Freiheit, man will seine Würde, man will eine Änderung der Verfassung. Und das hat den Präsidenten überrascht. Es gibt überhaupt keinen richtigen Dialog, aber das gesamte syrische Volk fordert ein verfassungsmäßiges Leben. Man kann nicht leben mit nur Krümeln und das andere verzeihen. Es gibt nur ein verfassungsmäßiges Leben, was man anfordert. Es ist nicht fremd einer modernen Gesellschaft. Es gibt Leute, die über das Gesetz leben. Diese vergewaltigen das Gesetz, die brechen das Gesetz. Und dies muss beendet werden. Und er kam mit Reformen, ist es richtig. Er hat die Botschaft gelesen und erkannte, was das Volk will. Er erkannte, dass das Volk ablehnt, über seine Rechte zu verhandeln. Das Volk ist bereit zu sterben für seine Forderungen. Das syrische Volk sagt, er kann nicht mehr entmutigt und beleidigt werden. Er kann nicht erniedrigt werden, nur für ein Stück Brot.
sehen, wo stehen wir heute, ein Jahr nach Beginn dieser Revolution. Du hast es ja eben schon ein bisschen skizziert, die unterschiedlichen Gruppen oder angefangen, also die Free Syrian Army wurde genannt, die Aktivistinnen und die Komitees. Vielleicht fangen wir doch direkt an mit dem Nationalen Koordinierungskomitee, wo du sozusagen Teil dessen bist. Vielleicht kannst du nochmal sagen, was ist denn eure Strategie? Es scheint ja sehr, also von Außenperspektive scheint es sehr verfahren zu sein. Es scheint so ein bisschen zu sein, als würde man sich gegenüberstehen mit dem Regime und es passiert relativ wenig, bis auf das passiert sehr viel, aber sozusagen auf dem Lösungsweg scheint es sehr wenig Bewegung zu geben. Vielleicht kannst du nochmal sagen, was sind denn eure Wege, die ihr als Nationales Koordinierungskomitee gehen wollt, um das Töten vor allem in Syrien irgendwie einzudämmen? Das Koordinierungskommission ist eine Einrichtung, die versucht hat, auch eine politische Lösung mit dem Regime zu finden. Also das Ziel war die politische Lösung. Wir lehnen ab jegliche Gewalt, auch eine Einmischung, militärische Einmischung von außen. Aber wir versuchen natürlich immer noch dies, aber dass wir sehen, dass das Regime politischen Lösungen nicht entspricht ihnen nicht folgen will. Sie nutzen nur die Sicherheitskräfte, sie gegen das Volk. Alle Schritte, die unternommen worden sind, sind gescheitert. Das heißt also, es werden immer nur die Sicherheitskräfte eingesetzt gegen das Volk, Getötung. Und trotzdem sind wir als Koordinierungskomitee immer noch bestrebt, eine politische Lösung zu finden. Man versucht, das Regime zu überzeugen, zu zwingen, eine politische Lösung zu erreichen, aber das ist bis jetzt nicht gelungen. Und wir wollen friedliche Demonstrationen, reine friedliche Demonstrationen. Diese waren bisher immer nur dazu ausgerichtet, den Zorn gegen das Regime zum Ausdruck zu bringen. Aber darauf wurde auch mit Gewalt gearbeitet. Trotzdem sind die Leute auf die Straße gegangen. Das heißt, die Gewalt wurde im Volk aufgezwungen. Und dieses Regime verhandelt nicht über Politik und deswegen ist es auch nicht bereit, eine politische Lösung anzustreben. Wir versuchen andererseits mit politischen Strukturen das Volk zu aktivieren und die Jugend insbesondere in der Opposition darauf einzuschwören. Und ich zum Beispiel bin ja in der Führung des Koordinierungskomitees, so wie viele andere Jugendliche. Ich selbst sage nicht, dass vielleicht das Regime doch nicht da vielleicht eines Tages gezwungen werden könnte, politische Lösungen anzustreben. Ich glaube es aber nicht, denn das ist kaum vorstellbar. Aber wir streben trotzdem nach dieser friedlichen Revolution. Das ist unsere Politik. Das eine betrifft sozusagen nochmal die Frage der Militarisierung oder zumindest der Bewaffnung. Ich habe einen guten Bekannten von mir in Erbin, das ist ein Vorort von Damaskus, der explizit sagt, wir haben sehr hohe Todeszahlen bei unseren Demonstrationen gehabt, seitdem die Free Syrian Army, wie sie auch immer strukturiert ist, die Demonstrationen abschirmt. Das heißt, sie bilden meistens einen Ring um diese Demonstrationen herum, um die Sicherheitskräfte für einen Augenblick zumindest aufzuhalten, sodass die Demonstrationen sich auflösen. Wenn die Sicherheitskräfte kommen, ist die Todeszahl massiv gesunken, beziehungsweise eigentlich wird bei Demonstrationen nichts mehr, werden keine Leute erschossen. Das heißt, wir haben da unseren eigenen Sicherheitskorridor geschaffen. Ist es nicht, wenn man sich diese, etwas provokativ gesagt, vielleicht auch wenn man sich die unglaubliche Brutalität des Regimes anguckt, nicht nur verständlich, sondern auch in gewisser Weise notwendig, nicht doch eine Strategie jenseits der friedlichen Proteste zu denken? Das ist so ein bisschen das eine. Und das zweite, nochmal auf die Rolle von den nationalen Koordinierungskomitees, fragt sich mir so ein bisschen, wenn ich diese Proteste angucke, gibt es ganz die zentrale Forderung, Sturz des Regimes, Sturz von Bashar al-Assad,
Teilweise geht es sogar darum zu sagen, inzwischen militärische Intervention oder zumindest die Bewaffnung der Free Syrian Army. Also das sind ganz zentrale Forderungen, zumindest die Bewaffnung der Free Syrian Army und der Sturz des Regimes, die, wenn ich diese YouTube-Videos gucke und wir sozusagen als Kampagne, als zentrale Forderungen der Straße sozusagen dastehen. Wenn ihr sagt, ihr verhandelt mit dem Regime, ihr wollt politische Lösungen mit dem Regime, wie verhält sich es dazu? Also wie geht das sozusagen zusammen mit den Forderungen, die die Proteste auf der Straße stellen? Wir wollen ja nicht die Verhandlungen mit dem Regime, sondern wir wollen eine politische Lösung, die von den Kräften getragen wird. Wir können nicht mehr mit einem Regime verhandeln, das so viel syrisches Blut vergossen hat. Also ich persönlich kann nicht mehr mit diesem syrischen Regime verhandeln. Aber man hat gesprochen über eine Form, das heißt also diese Freie Syrische Armee. Also es gibt Leute, die haben sich aus der offiziellen Armee sind herausgegangen und haben sich bereit erklärt, diese friedlichen Demonstrationen zu verteidigen. Theoretisch ist es so, sind wir natürlich gegen eine Militarisierung der Revolution. Aber praktisch ist es so, dass jede Revolution in ihrer Geschichte dann umgeschlagen ist, auch in militärisch, in bewaffnete Auseinandersetzungen. Auch eine wichtige Frage ist, diese Jugendlichen, diese jungen Männer, die sich von der Armee abgespalten haben, diese müssen eine nationale Armee in der Zukunft bilden. Wie können jetzt diese Kräfte in diesem politischen Rahmen eingebunden werden und diese Militärs sie können natürlich nicht voll und ganz eine politische Struktur nur bilden, wo es auch andere Forderungen gibt und gleichzeitig müssen ihre Waffen ja auch unter Kontrolle sein und so haben sich auch Milizen gebildet. Also wenn es keine Kontrolle über diesen Bewaffnungsprozess gibt oder über die Möglichkeiten der Bewaffnung, dann wird dieses Koordinierungskomitee diese Gruppen nicht akzeptieren. Das ist notwendig, damit das Land nicht zu einem Land wird, das im Griff von bewaffneten Milizen ist. Und eine Frage ist noch, die gestellt worden ist. Ich weiß gar nicht, was hast du jetzt noch gefragt gehabt? Auf alle Fälle ist es so, was in dem Land geschieht, das ist richtig, die Menschen werden getötet, werden brutal getötet und das syrische Volk sagt wirklich, es ist schon so, dass die Menschen sagen, ja, das ist ein guter Scharfschütze, der trifft die Leute zwischen die Augen und so, also es wird wirklich schon so gescherzt zwischen diesen Leuten. Also dieses syrische Volk ist wirklich gezwungen, sich aufzustehen, sich zu bewegen, dass etwas geschieht. Und wenn man sieht, dass das Kind auf dem Boden liegt und verletzt ist oder getötet ist, dann kann man nicht mehr rational an die Dinge herangehen.